Die folgende Sendung wird präsentiert von Space Boy. Eine Marke der Fake Galaxy Corporation. Jetzt neu, plutoniumfrei. Hören Sie jetzt The Tales of the Mutant Reavers. Herzlich willkommen zu einer Reise durch das Unbekannte. Eine Reise durch die Galaxie. Zu unbekannten Planeten. Zu Orten, die nie ein Mutant je zuvor gesehen hat. Herzlich willkommen zu einer Geschichte voller unbeschreiblichem Horror und furchterregenden Monstern. Schrecklicher, als Sie es sich jemals vorstellen können. Sie hören die gruseligen Abenteuer von Olli Wonka, Nicola, Doom Fandan und Dr. Mo. Herzlich willkommen zu den Abenteuern der Mutant Reavers. We are the Mutant Reavers, outposts of the galaxy. We are the Mutant Reavers, you can take the sky from me. We are the Mutant Reavers, outposts of the galaxy. We are the Mutant Reavers, you can take the sky from me. Persönlicher Logbucheintrag Captain Wonka. Sternzeit, kurz vor Spaceboy. Hier fängt die Geschichte also an. Der Scheiß mit der Zombie-Station. Wir waren mal wieder auf einem dieser unsäglichen Kreuzzüge, ausgezogen, um die Gerechtigkeit aus dem Leben anderer zu tilgen. Friedfertigen Galaxietruckern den Spaß an der Arbeit zu versauen und unser eigenes Raumschiff mit einigen auf faire Weise erbeuteten Hyperkristallen zu beladen. Das Schicksal mag ja manchmal hart sein, aber welcher Trucker ist wirklich so dumm, mit so wertvoller Ware direkt am großen Asteroidennebel vorbeizufliegen? Es ist doch arschbekannt, dass diese Region weit entfernt vom Zentrum der Galaxie lediglich von den Outlaws, den Ausgestoßenen, Verbrechern oder Mutanten, wie wir es sind, bewohnt ist. Ein Versteck für alle, die nicht gefunden werden wollen. Die das Verruchte suchen oder einfach auf wilde Abenteuer am Rand der Galaxie aus sind. Naja, man kann also bloß von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen, dass wir einen Tipp bekommen hatten und nun dabei waren, die kostbaren Waren in unseren Laderaum zu beamen, als... Alarm! Alarm! Ortung eines fremden Raumschiffs. Unbekannte Kennung. Es scheint sich um einen Abfangjäger der interstellaren Sicherheit zu handeln. Alarm! Weitere Raumschiffe geortet. Shit! Was macht die interstellare Abwehr hier am Rande des Asteroidengürtels? Alarm! Zwei weitere Abfangjäger geortet. 23 Grad. Interstellare Schiffe aktivieren Waffensysteme. Achtung! Es geht ein Funkspruch ein. Audioübertragung. Hier spricht Marshall Scala von der interstellaren Sicherheit. Ihr Schiff ist umzingelt. Fahren Sie Ihre Schiffssysteme runter und ergeben Sie sich! Ein Intertrupp wird auf ihr Schiff kommen und sie holen. Widerstand ist zwecklos. Ende. Scheiße! Das Ganze war eine Falle! Man hat uns reingelegt! Nichts wie weg hier! Dr. Mo, wir brauchen den vollen Schub! Alles auf einen Hypersprung vorbereiten! Warp-Antriebe sind auf 120%. Mehr geht nicht. Ich ziehe Energie aus dem Notfallreaktor. Noch 25% bis zum Einschalten der Sprungtriebwerke. Hey Doom, du alte Space-Ratte, raus aus deinem Sessel und ran an die Gefechtsstation. Jetzt geht's aufs Ganze. Gefechtsstation ist jetzt besetzt. Ich nehme das Feuer auf. Oh Mann, sind das viele. Wo kommen die alle auf einmal her? Feindliche Schiffe in Überzahl 10 zu 1. Ich scanne Waffensysteme. Berechnete Wahrscheinlichkeit, mit einem Überraumsprung zu entkommen, beträgt 1 zu 10,3. 4, 1, 6, 7 Millionen. Ich schicke schon mal meine Memoiren an den Überraum. Gute Nacht. Ach, uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als in den Asteroidennebel zu fliegen. Ich befehle Kurswechsel. Captain, das ist Selbstmord. Ach, Abfluch. Was war das für ein Trip?
Wir stürzen mit vollen Schub direkt in den Asteroidengürtel. Niemand würde so verrückt sein, uns hier herein zu folgen. Dieser äußere Arm der Galaxie hat sich mal ein High Five mit einem Planetensturm gegeben, heißt es in alten Trucker-Legenden. Überall trieben unzählige Bruchteile von Planeten und Monden, die in gewaltigen Zusammenstößen zerschellten und im Sturm von hyperenergetischen Entladungen zu Bruchteilen zerrissen wurden. Klein, aber nicht klein genug, um ein Raumschiff wie unserem nicht die Hülle zu zerstören, sollte es zu einem Crash kommen. Wir waren der interstellaren Sicherheit entkommen, aber dafür rasten wir mit Höchstgeschwindigkeit durch die Trümmer. Natürlich, und dazu verpflichtet der Ehrenkodex als Outlaw, probierten wir unseren Rekord im beliebten wie berüchtigten Spiel Asteroid zu brechen. Dabei geht es darum, in möglichst kürzer Zeit möglichst viele treibende, verfackte Trümmer mit der Bordkanone zu zerstören. Je höher die Geschwindigkeit des Schiffes, umso mehr Punkte pro Abschuss. Achtung du! Rechts! Ein großer Brocken! Hab ich! Links, 8:30. Hab ich. Danke, Nikola. Das war knapp. Ha, manchmal müssen wir halt doch zusammenarbeiten. Reavers High Five. Oh, mein Gesicht. Ha, voll. Wollen die Presse. Erreichte Punktzahl 9280 Punkte. Noch 3 Minuten Spielzeit. Bei gleichbleibender Abschussquote. Neuer Rekord erreicht in 1 Minute und 23,5 Sekunden. Korrigiere 18,4 Sekunden. Guter Schuss, du. Wow, 9290 Punkte? Das ist echt nicht schlecht. Du bist ja kein einziger Höhlentreffer. Ich gratuliere, du. Nikola, starke Leistung. Damn! Was passiert, Skeletto? Schadensbericht! Asteroidentreffer in Sektion 3. Einschlag konnte durch Außenhülle größtenteils absorbiert werden. Hüllenriss in Außensektion 3a und 3c. Entsprechende Abschnitte werden über Schotts abgeriegelt, um Verluste der Atmosphäre zu verhindern. Dude, und ich dachte, wir hätten diesen Höllenritt einfach so überstanden. Dr. Mo, was sagt die Antriebssektion? Das sieht sehr schlecht aus. Ein Leck an einer der Außenleitungen hat zur Überlastung des Hauptreaktors geführt. Weitere Daten werden abgerufen. Der Warp-Antrieb ist ausgefallen. Scheiße, das ging gar nicht gut. Oh, das war der letzte Asteroid. Wir sind durch. Jetzt sind wir im Niemandsland, im Auge des Asteroidennebels. Aufgehorcht! Anordnung des Captains. Erstmal ein Spaceboy zur Beruhigung der Nerven. Schon klar, ne? Um so einen Höllenritt zu überleben, gehört nicht nur eine gute Crew dazu, sondern auch so ein riesen dicker Haufen Scheißglück. Ich vermute neuen Schiffsrekord im Spiel Asteroids. 9998 Punkte. Das ist nur 2 Punkte hinter dem ultimativen Höchstwert. Na klasse, nur wird nie jemand von dieser Nummer erfahren, wenn wir mitten im Nebel festhängen ohne Warp-Antrieb. 9998? Nur 2 gottverdammte Punkte. Niemand hat jemals den ultimativen Rekord geschafft. Du, das stimmt nicht ganz. Niemand außer James Cox. Niemand außer diesem verdammt verkackten James Cox. Dem gefürchteten Piratenkapitän mit seiner Totenmaske. Man sagt, er habe sich die Maske aus den Knochen getöteter Widersacher geschnitzt. Ich hoffe, dem begegnen wir so schnell nicht wieder. Ich habe jetzt alle Daten und Antriebe abgerufen. So schnell werden wir hier nicht wieder wegkommen, es sei denn, hier treibt irgendwo eine nukleare Brennstoffzelle im Weltraum herum. Alarm! Unbekanntes Flugobjekt geortet in Richtung Quadrant 2b, 38 Grad. Ein Flugobjekt? Mitten im Auge des Asteroidennebels? Was ist es? Alle Daten auf das Holo! Sofort! Sensordaten auf Hauptholo, richte Peilung auf unbekanntes Objekt aus. Das sieht aus wie eine Raumstation. Guckt euch nur die Form an. Eine Raumstation? Die müsste auch im elektromagnetischen Spektrum Ortungsdaten liefern. Und hier zeigen die Messgeräte nichts an. Nikola rafft mal wieder nichts. Das sehe ja sogar ich, dass das keine Raumstation sein kann. Ja, aber guck dir das Holo an. Das ist eine Station. Vielleicht ist die Station verlassen und abgeschaltet? Das würde die Messdaten erklären. Skeletto, alter Halunke! Funkverbindung öffnen! Ich funk die Scheißstation jetzt an. Kanal ist offen. Sender auf allen gängigen Frequenzen. Hier spricht Kapitän Olli Wonka.
vom friedfertigen Handelsschiff. Das merken die nie, dass das gelogen ist. Vom friedfertigen Handelsschiff Sternenstaub. Ich rufe die Raumstation. Bitte kommen. Keine Antwort erhalten. Alle Frequenzen sind tot. Tja, dann nicht. Dr. Mo, können wir die Station mit unserem derzeitigen Schiffsstatus erreichen? Leider können wir zurzeit nur die Steuerdüsen verwenden. Skeletto, kannst du die Flugdauer ausrechnen bis zur Station bei 30% Leistung? Bestätige. Flugdauer berechnet. Die Annäherung an die Station wird bei dem derzeitigen Flugvektor und einem maximalen Schub von 7,33456 Metern pro Sekunde Quadrat etwa 7 Stunden und 13 Minuten dauern. Energiereserven werden dabei zu 84,3% verbraucht. Ja, na geil. Zum Glück haben wir vor dem Abflug genügend Spaceboy eingeladen. Also Autopilot an und ab in die Raumschiffbahn-Lagebesprechung. Stunden und zwei Kisten Spaceboy später dockt das Skeletto unser Schiff an die unbekannte Raumstation an. Raumschiff angedockt. Geweckt Nikola, der nur ganz kurz ein Nickerchen gemacht hatte, leerten die letzten Dosen und machten uns auf den Weg zur Luftschleuse. Oh Mann, mein Kopf. Das nächste Mal, wenn wir Mutanten ärgern, dich nicht mit betelgeuzischem Wurmbrand spielen, zieh ich euch an. Ach, einen echten Mutanten fickt so schnell nichts außer Bach. Hier, trink erstmal einen Spacebräu. Ja, also ich bin fresh und meine Brunhilda ist auch schon geladen. Mo, wo bist du? Ich bin hier hinten. Ich war nur mal kurz für kleine Mutanten. Was? Mitten im Versorgungsgang? Tja, bei der interstellaren Sicherheit wäre er damit nicht weit gekommen. Kein Benehmen. Und Nikola, was ist hier schon wieder mit dem Space-Rat los? Wolltest du dich da nicht drum kümmern? Bisschen Space-Ratten-Moose? Hä? Skeletto, kannst du mich hören? Bitte komm. Laut und deutlich. Wir betreten jetzt die Station und gucken uns ein wenig um. Du kümmerst dich in der Zwischenzeit um den beschädigten Reaktor. Falls wir eine nukleare Brennstoffzelle finden, möchte ich gerne direkt abfliegen. Wir haben 3 Tonnen Hyperkristall an Bord. Das bedeutet Urlaub auf Terminus 4. 3 Wochen Spaceboy und ölige Mutantenkörper am Strand. Captain, ich öffne jetzt die Schleuse. Ja, dann mal nichts wie rein in die gute Stube. Nikola, du sicherst links. Du rechts. Strahl am Anschlag. Wer weiß, was sich hier verbirgt. Alles klar, Captain. Einsatztrupp, linke Sicherung meldet sich bereit zum Vorstoß. Was zur heiligen Mutantenmutter. Du bezeichnest dich selbst als Einsatztrupp? Na, das kann ja was werden, du. Space-Mutanten-Action. Waffe im Anschlag, klar. Wie in den Filmen. Und jetzt Zoom. Und Drehung. Und Zoom. Rechts alles frei. Ey, Dr. Mo, was machst du da? Oh, ich wollte mich nur ganz kurz ins Stationsnetz hacken, aber hier scheint wirklich alles tot zu sein, also technisch. Ich konnte zumindest die Notbeleuchtung aktivieren. Vor uns lag ein langer, dunkler Gang mit kalten, unverzierten Stahlwänden. Der erste Eindruck dieser kühlen Zweckmäßigkeit wurde nur durch das Blut und den eklig gelb-klebrigen Schleim getrübt, der an vielen Stellen des Ganges an Wänden und Boden zu sehen war. An manchen Stellen sogar an der Decke. Nicht schlecht. Zu hören war weiter nichts. Und so setzten wir unseren Weg fort. Das ist ja richtig eklig. Was hier wohl passiert ist? Da von links eine Abzweigung. Nikola! Jawohl, ich bin bereit. Einsatztrupp, erkundet den Gang.
Eingang schon fast gesichert. Alles Roger, hier ist nichts. Nikola, komm! Wir gehen hier weiter! Oh, was ist das hier? Es geht noch weiter. Wie spannend. Nikola! Oh, die Tür ist zu! Und sie geht nicht wieder auf. So ein Mist. Ich hoffe, die anderen Weichbremsen kommen ohne mich aus. Ich werde einen anderen Weg finden müssen. Immerhin bin ich ein mutantischer Spezialagent. Erkundungsmission auf einer verlassenen Station. Das ist Weltraumspannung pur. Ich nehme also Brunhilde an Anschlag, vorsichtshalber ansichern, Trick aus meiner Spezialausbildung. Und jetzt! Schießt noch gut. Gut, dann kann nichts mehr passieren. Ein Gang. Langweilig. Also weiter. Noch ein Gang. Eine neue Begebenheit. Eine neue Situation. Ist ja eklig. Hier ist alles voll mit Blut. Da vorne liegen sogar Knochen. Allerdings, es reicht noch nicht für den ganzen Körper. Was für eine Sauerei. Naja, egal. Hier ist ja alles ruhig, oder? Hör ich da doch was? Oder täuschen mich meine Mutantenohren? Irgendwas höre ich da doch. Schon wieder eine Durchgangstür. Irgendwas Merkwürdiges scheint hier vorzugehen. Die Tür hat ein kleines Fenster wie ein Bullauge. Und sie ist mit Blut verschmiert. Mal gucken, was ich dadurch sehen kann. Zum heiligen Toxi. Was zum Teufel sind das? Zombies? Die Typen scheinen tot zu sein, laufen aber völlig willenlos durch den Raum. Da liegen Gedärme und alles ist vollgesaut und verwüstet. Okay, Nikola, du bist allein. Und der einzige Weg ist durch die Zombies durch. Ich frage mich, was wohl der Großmeister aller mutantischen Spezialagenten in dieser Situation gemacht hätte. Nikola, wenn einst dein einziger Weg mit einigen Zombies in einem verlassenen Labor versperrt sein sollte, so nehme deinen Strahler zur rechten oder zur linken, falls du Linkshänder bist. Und zur Linken nehme noch einen Strahler, also zur Rechten in diesem Fall, falls du Linkshänder bist. Dann öffne die Tür mit einem gewaltigen Stoß und schieß dir den Weg frei. Und denk immer daran, das Wichtigste in deiner Zombie-Szene ist die Punchline beim Eintreten. Möge die Mutation mit dir sein. Vielen Dank, großer Meister. So werde ich das machen. Strahler in die linke, rechte. Ich habe nur eine Waffe. Naja, das wird schon gehen. Meine Punchline wird sein. Party is over, baby. Ach, klingt irgendwie kacke. Wie wär's mit? I am here to chew bubblegum. Nee, ist geklaut. Ich war noch nie originell. Okay, Nikola, sei kreativ. Was würden die anderen sagen? Oh, sie warten bestimmt schon. Und was würde der Meister sagen? Nikola, wenn einst dir die Punchlines ausgehen, so sei dir empfohlen, die Texte vor dem Dreh einzuüben. Okay, ich danke dir, Großmeister. Ich denke, da ich allein unterwegs bin, kann ich den Raum auch ohne Punchline betreten. Wird ja nicht auf YouTube übertragen oder sowas. Okay, das war einfach. Mann, diese Dinger sehen echt schlimm aus. Abgemagert und verfault. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es mal Menschen waren. Ich muss Wonka und die anderen Mutanten warnen. Schnell weiter. Hier ist noch eine Tür. Als wäre eine Menge Zombies dahinter. Ach, ich werde sie ganz vorsichtig öffnen. Irgendwas scheint ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenn ich vielleicht ganz leise hinter ihren Rücken vorbeischleichen könnte, dann schaffe ich es vielleicht. Oh shit, die Bodenplatte! Sie löst sich! Ja!
Wow, halt, stopp. Was wird mit Nikola geschehen? Was wird mit den anderen passieren? Und wie viele Space Boys werden wir noch vernichten hier? Zeit für eine kleine Werbung. Danke. Du wolltest schon immer was in die Luft jagen. Jetzt geht's los mit Nukes and More 3000. Yeah! Xenon 3, Platt! Eldar Staran 3, auch Platt! Yeah! Jetzt mit Nukes and More 3000!